Yo Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen. Wir spielen Skylanders Battlecast. Und vielleicht, Freunde, ist jetzt sogar die letzte Folge der Story. Ich weiß es noch nicht, ja Freunde, denn wir sind im Erdreich und zwar gegen die Golden Queen wird jetzt gekämpft. Und ich weiß einfach nicht, wie viele Ebenen es hier in Chaos Reich gibt. Vielleicht gibt es wirklich nur diese eine Ebene direkt gegen Chaos, Freunde. Das werden wir da natürlich herausfinden. Es können natürlich aber auch mehrere Ebenen sein, Freunde. Das werden wir jetzt gleich sehen. Hoffe ich doch mal, dass wir sehen werden. Denn, Freunde, wir müssen jetzt gegen den königlichen, im königlichen Kampf gegen die Golden Queen kämpfen. Ja, ich freue mich extrem. Also, neben der Golden Queen kommt man sich ganz schön unbedeutend vor. Doch wir dürfen keine Furcht zeigen. Setzen wir ihrer Regentschaft ein Ende. Die Golden Queen mag lange spielen, besiege sie gleich zu Anfang. Luftskyländer halten plus 10, Erdskyländer plus 30, maximale Gesundheit. Okay, Freunde, ich bin sehr gespannt. Und deswegen nehme ich meinen ganz gepflegt, Freunde. Da ist ein Luft, da ist ein Erdskyländer bei, da ist auf jeden Fall für alle was dabei, ein schöner Boni oben drauf. Die Golden Queen hat 600 Leben. Lang lebe die Königin! Alter Falter. Das ist krass. Okay, gut, Freunde. Wir wechseln direkt mal zum Jedi Jetwag und greifen mal die Golden Queen für 80 Schadenspunkte an. Beenden erstmal unsere Runde, weil mehr geht leider noch nicht, Freunde. Mehr geht leider noch nicht. So, jetzt haben wir schon mal hier. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Hallo? Was bedeutet das? Ich werde mische 30 B in den was bedeutet das? Golden Queen wird mit 10 Energie stärker. Was? Was? Was bedeutet das denn jetzt? Frage ich mich jetzt mal ganz gepflegt. Was bedeutet das? Neu formieren! Meine Schicht beginnt! Bam! Ah! Wir werden das wohl nur herausfinden, was die Skarabäe zu bedeuten haben. Eieieiei, okay, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. So, jetzt können wir gleich erstmal zerschmetteren Hauptgegner für 90. Ich hoffe, dass er jetzt die Golden Queen hier mal direkt einwechselt. Ja, das macht er auch sehr gut. Das ist nicht so gut, aber okay. Was? Guck mal! Was ist das? Alter! Was? Ja, Mann. Er rastet direkt aus. Er gibt mir direkt eine... Mein Gott, krass. Mein Gott, ey. Nichts auf! Boah. Irgendeine Gegnerkarte kostet mal ebenso 10. Fach, Hammer, ey. Das ist so geil, ey. Ah, ich schwör's, einige Zauberkarten, die sind so brutal geil in dem Spiel. Die sind so lustig, die machen so Spaß, ne? Schade, dass ich die nicht bekommen kann. So, okay, wir sind dran. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken hier. So, wir können einsetzen das, wir können einsetzen das, wir können einsetzen das. Wir setzen das ein. Erst einmal plus 10 Kraft für alle. Und dann gehen wir mal den hier drauf hier für 50 Schaden. Jawohl, genau, super. Und greifen dann selber nochmal an. Jawohl, Stufenaufstieg passt. Wir wechseln direkt zu Trigger Happy und beenden erstmal unsere Runde hier. Okay, so. Aha, aha, aha. Euer Untergang naht. Na toll, genau die, die ich einsetze. Exzellent. Boah, Alter, Kristalle, 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 Kristalle. Hammer. Die Golden Queen ist nicht verkehrt, muss ich sagen. Die ist ganz schön heftig. Okay, ich kann nicht viel ausrichten, muss ich zugeben. Deswegen wechsle ich einfach zu Smash It und zerschmettern wir es. Greif an, ja. Und fessel die Alte mal, weil damit sie nicht wegkommt, weil wir müssen die unbedingt ganz, 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 ganz schnell besiegen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die hier sofort platt bekommen.
Boah, die hat Kristalle über Kristalle, ne? Alter, was? Warum denn noch mehr Skarabäer? Alter, hau doch ab damit. Ich will nicht einhaben. Boah. Nein, nicht die. Oh. Heftig, Alter. Was die mit mir feiert, die Alte. Was die mit mir feiert. Ich musste das jetzt machen, was so weit. Es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich musste das jetzt tun. Feierabend! Es ging nicht anders. Ich musste das jetzt tun. Weil die geht mir mit ihren Kristallen richtig auf den Zeiger. Die hat ja mehr als 10, Freunde. Die hat mehr als 10. Wie gut, dass ich noch kein Skarabäus bin. Wie beeindruckend von mir. Meine Schicht beginnt. Ha! Go! Okay. Nicht lustig. Oh Mann. Boah, krass. Jackpot! Hier bin ich. Das Gute ist, die hat nur eine Karte. Ja, deswegen ist noch das Gute an der ganzen Sache hier, aber so sieht das wirklich nicht gut aus, muss ich für mich sagen, ehrlich. Jetzt wechselt er die wieder ein. Zurück an der Macht. Was kommt denn? Ich bin königlich ausgeschaltet. Zerschmettern wir es. Ah, au. Boah, Alter. Was? Jetzt kriege ich die ganzen Skarabäus-Kack-Dinger hier. Hau ab damit. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, was soll ich machen? Krass ist jetzt einfach, wenn die wieder diese Karte hat, wisst ihr, wie ich meine? Wenn die jetzt wieder diese eine Karte hat, damit, ja, gib einem K.O. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich könnte nächste Runde gewinnen, das weiß ich. Die darf mir nur nichts abziehen jetzt mehr als 80. Dann kann ich gewinnen nächste Runde. Ein königlicher Abgang. Okay, jetzt passt mal auf, Freunde. Jetzt sind wir dran. Okay, wir können jetzt, wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Da ist es. Da ist es. Ist es das? Ist es das? Da ist es! Ja! Da ist die Karte! Ja! Lächerlich! Das ist nicht lächerlich, Alter, das ist geil, Mann. Ja! Bam, Junge, bam, Junge! Kassiert, kassiert, kassiert! So wird das gemacht! What? Hammer! Boah, was ein Kampf! Was ein Kampf! Hammer! Boah, heftig! Leck mich fett! So, Freunde, 13 Missionen haben wir hier, okay? Okay, wir müssen nochmal gegen alle kämpfen. Ihr seht, Freunde, gegen alle Gegner nochmal. Chompies. Da kommt Captain Dreadbeard, Wolfgang. Okay. Wir fangen an mit den Chompies, würde ich sagen, Freunde. Wir fangen an mit den Chompies. Nehme ich das hier von Sarah. Schauen wir mal, wie es läuft. Boah, was ein Kampf. Ich hätte... Boah, krass. Boah, wie geil, dass die Karte kam. Boah, wie geil, dass diese Karte kam. Geil, geil, geil.
So, los geht es, Freunde. Los geht es. Shotgun Hauptgegner für 40, jawohl, 80 Angriff. Und wir wechseln zu Jawbreaker und beenden unseren Zug. Nächste Runde. Boah, was ein Kampf, oder? Leck mich fett. Leck mich fett. Richtig krass. So. Ende der Runde. So. Bam, Junge. Kraftexplosion. Kraftexplosion. Ja. Die Jumpies haben doch gar keine Chance gegen uns. Rein theoretisch sind egal, wenn sie irgendwas geben, wenigstens einfach weg damit. So, zack, zack. Super, so, zack, zack. Sieht doch ganz gut aus. Ja gut, Chompies sind ja auch keine Gegner, Freunde. Chompies sind ja auch keine Gegner, sind Opfer. Opfer. Opfer mit A. Opfer. Oh, wie süß. Er greift mit 20 Pünktchen an. Oh nein. Ist das ein süßes Tierchen. Ich komme wieder. Los geht's! Sieht gut aus. Hoch wie ein Vogel! Okay, zack. 550. 83. Okay, das könnte zu Ende gehen, muss ich sagen. Ja, könnte zu Ende gehen. Es muss nur richtig, richtig angegriffen werden mit der Karte hier, muss ich zugeben. Aber wir werden es mal ausprobieren, Freunde. Wir werden es einfach mal testen, ob es klappt. Hat geklappt, super, geil. Passt. Stürme herbei. Was? 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 Wo kommt er denn her? Wo kommt denn der Chompy Mage her? Wie viel Leben hat der denn? Alter. Er hat 500 Lebenspunkte, der Chompy Mage. Krass, oder? Kommt der aus der Ecke gekrochen? Hammer. Na toll. Der Chompy-Mage ist ganz oben. Hammer. Wo kommt er denn aus der Ecke her, ey? Super, und nochmal für 110 hier angreifen. Sehr gut, so, jetzt wechseln wir mal eben schnell. Aber ihr seht, Freunde, ich habe wieder volle, volles Leben gehabt, weil wurde mir Flashwing oder Jawbreaker mal angegriffen, weil ihr seht, Freunde, die haben wieder voll. Auch komisch, oder? Nein, und tschüss, Whirlwind und tschüss. Wenn das jetzt klappt, wie ich mir das vorstelle, dann könnte das jetzt zu Ende sein, muss ich sagen. Wenn er jetzt den noch zweimal angreift. Ja, natürlich greifst du ihn nur einmal an, ist klar. Aber wenigstens können wir noch einmal angreifen und bam, Junge, Ende. Kassiert. Sehr gut. So, leider nicht so viel bekommen, aber ist egal, Freunde, wir haben es abgeschlossen. So muss es sein. So,
Wie ich höre, haben diese drei ein hitziges Gemüt und dazu eine passende Kanone, aber zieh den Kopf ein. Das ist mit Captain Dreadbeard, Freunde. Das gibt es aber erst in der nächsten Folge. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und Peace.